In diesem Lernfilm gebe ich dir ein paar Tipps zur inhaltlichen Bewirtschaftung der Website. Nehmen wir an, du willst gerade diese Startseite noch etwas weiter bearbeiten, so klickst du wieder auf diese Symbolseite Bearbeiten. Wie schon mal erwähnt, empfehle ich dir, mit den Formatierungen möglichst sparsam zu sein und wenn möglich nur die bestehenden Formatvorlagen zu verwenden, die du eben auch von Word kennst. Etwas Wichtiges auf einer Website sind die Links. Du kannst irgendein Wort markieren, das zu einem Link werden soll, und dann über dieses Kettensymbol zu einem Link machen. Das kann eine Seite innerhalb deiner Website sein. Gut, wir haben jetzt im Moment noch gar nicht viel, das wir auswählen können. Oder eben eine Webadresse, zum Beispiel die Website der Schule, und die soll in einem neuen Fenster geöffnet werden. Und du siehst, es wurde automatisch zu einem Link gemacht. Wenn du draufklickst, so kannst du nachträglich diesen Link auch wieder ändern. Etwas sehr Wichtiges sind die Bilder. Nehmen wir an, darunter soll ein Bild reinkommen. So gehst du auf Einfügen, gleich das erste Symbol Bild. Und das laden wir hoch. Du könntest, falls es schon im Netz ist, eine bestehende Webadresse einfügen. Allerdings musst du dir bewusst sein, dass du da möglicherweise eine Urheberrechtsverletzung machst. Das ist also nur zulässig, wenn du das Bild auch selber veröffentlicht hast zuvor, beziehungsweise wenn du ausdrücklich die Erlaubnis hast. Ich wähle also Durchsuchen. Und dieses Bild habe ich schon in der richtigen Größe. 800 Pixel in der Breite ist etwa das Maximum, das wir einbauen können. Hier bereitgestellt, mit Öffnen wird das Bild hochgeladen und jetzt ist es vorhanden. Und ich klicke auf OK und es ist im Text drin. Hier hast du noch die Möglichkeit, das Bild in verkleinerter Form einzufügen, dann wird bei einem Klick darauf eine große Version davon gezeigt. Das lassen wir jetzt aber und genauso kannst du den Bildumfluss einstellen, wie du es von Word gewohnt bist. Das lassen wir jetzt aber bestehen und ich speichere das. Gut, diese Seite ist soweit mal in Ordnung und jetzt machen wir eine neue Seite mit diesem Symbol hier. Hier soll nun der Klassenkalender eingefügt werden. Deshalb wiederum ein Titel. Ich wähle, was für ein Typ von Seite das ist. Es ist eine normale Webseite. Mitteilungen wäre dann eine Seite, die so blockmäßig Artikel untereinander sammelt, Ordner für Downloads und eine Liste wäre so eine Kontrollliste, die man abhaken kann. Wie gesagt, eine normale Webseite und das soll auf der obersten Seite erstellt werden. Du kannst hier also schon eine Verschachtelung vornehmen, falls du willst. Und ich klicke auf Erstellen und nun sind wir im Bearbeitungsmodus auf dieser neu erstellten Seite, die natürlich noch leer ist. Wir haben im Inhaltsbereich jetzt die Möglichkeit, wieder etwas reinzuschreiben oder über Einfügen von diesen vielen Möglichkeiten etwas auszuwählen. Es könnte also auch eine Google Docs-Datei sein, ein Text zum Beispiel, eine Präsentation. Oder eben eine Karte auch, eine Galerie, ein Video. Ich denke, da wirst du selber drauf kommen, wie das funktioniert. Das sollte eigentlich kein Problem sein. In diesem Fall wählen wir Kalender. Und alle meine Kalender werden hier aufgelistet, auf die ich Zugriff habe. Ich wähle mal den da. Ganz wichtig, dieser Kalender, damit er sichtbar wird, muss natürlich auch öffentlich sichtbar sein. Dein Privatkalender, das wäre der hier in meinem Fall, der ist natürlich auf der Webseite dann nur für dich sichtbar und für alle anderen nicht. Ich wähle hier Auswählen. Ich habe die Möglichkeit, hier noch Einstellungen vorzunehmen, wie hoch er ist, was eigentlich angezeigt werden soll, zum Beispiel die Woche, die Zeitzone kann ich wählen.
Da will ich die mitteleuropäische Zeit der Schweiz natürlich. Und hier hast du verschiedene Darstellungsmöglichkeiten. Ich klicke auf Speichern. Und wenn wir jetzt auch diese Seite speichern, so siehst du, wird dieser Kalender perfekt eingebunden. Du siehst also, mit diesem Einfügen hat man unglaublich viele Möglichkeiten, ohne dass man irgendetwas von HTML und Webdesign versteht. Man kann einfach fertige Schnipsel im Grunde genommen wie beim Baukastenprinzip zusammenschustern.